Moinsel und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es wieder um Sea of Thieves. Genauer gesagt geht es um den Schwertkampf. Das ist der erste Guide hier auf dem Kanal und ich habe mir jetzt den Schwertkampf rausgesucht. Das Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil behandelt die absoluten Basics, die unbedingt jeder kennen sollte. Und im zweiten Teil geht es dann um Techniken, die für Fortgeschrittene geeignet sind. Los geht es! Das Schwert ist mit der Plunderbuss die stärkste Waffe in Sea of Thieves. Vielleicht sogar die stärkste Waffe. Einen normalen Schlag führt ihr mit der linken Maustaste aus. Solltet ihr den Gegner treffen, so könnt ihr direkt einen weiteren Schlag ausführen und das Ganze dann noch einmal wiederholen. Somit könnt ihr eine 3-Schlag-Kombo ausführen, wobei jeder einzelne Schlag 20 Schadenspunkte verursacht. Ihr benötigt also 5 Schläge, um einen Gegner komplett zur Strecke zu bringen mit einfachen Schlägen. Nach den 3 Schlägen habt ihr eine Cooldown-Phase von ca. 1,5 Sekunden und in diesem Moment könnt ihr absolut nichts machen und ihr seid frei zu attackieren. Sollte die Combo vorzeitig abbrechen, also ihr schafft nicht die 3 Schläge durchzubringen, dann habt ihr ebenfalls 1,5 Sekunden Cooldown. Also es lohnt sich, die Combo immer versuchen durchzubringen. Um die Combo auszuführen, müsst ihr aber nicht zwangsläufig einen Gegner treffen. Es reicht auch vollkommen aus, wenn ihr den Boden trefft, einen Baum oder irgendetwas anderes, was in eurer Nähe steht. Versucht also immer irgendetwas zu treffen, damit die Combo vorher nicht abbricht. Das nächste ist das Blocken. Das Blocken ist ganz einfach. Einfach die rechte Maustaste gedrückt halten und ihr blockt jeden Schlag, der aus eurem Sichtfeld auf euch zukommt. Mehr gibt es vom Blocken auch schon nicht mehr zu sagen. Es ist sehr einfach, aber auch effektiv. Neben dem normalen Schlag gibt es auch noch den Sturmangriff. Dieser ist deutlich stärker, braucht aber einige Zeit, bis er ausgeführt werden kann. Und in dieser Zeit seid ihr sehr leicht verwundbar. Für den Sturmangriff einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Neben dem eigentlichen Schlag legt ihr auch noch eine kleine Distanz in Richtung des Angriffes zurück. Übt dies am Anfang ein klein wenig, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange es dauert, bis dieser ausgeführt wird. Nicht, dass ihr euch im Kampf auf einmal verschätzt und der Gegner ist auf einmal schneller da, als ihr gucken könnt. Das waren soweit die 3 Basics, die jeder können sollte und ich denke auch mal kann. Kommen wir jetzt mal zu den fortgeschrittenen Sachen, die auf den ersten Blick nicht direkt ersichtbar sind. Als erstes haben wir den Ausfallschritt, welcher dafür sorgt, dass ihr schnell in alle Richtungen springen könnt, um so Distanz zum Gegner aufzubauen oder auch einen Schlag auszuweichen. Drückt dafür die rechte Maustaste wie zum Blocken, dann noch eine Richtungstaste, also WASD, und dann die Leertaste zum Springen. Drückt ihr jetzt, während ihr euch in eine Richtung bewegt, Blocken und Leertaste gleichzeitig, so macht ihr einen Hüpfer oder halt auch Ausfallschritt. Das ist eine sehr gute Taktik, um den Gegner zu überraschen oder einfach Distanz aufzubauen. Übt das ein wenig, damit ihr deinen Ablauf perfekt könnt und das Timing verinnerlicht habt. Wie gesagt, das geht in alle Richtungen, es ist auch diagonal möglich. Wie eben gelernt, ist der Sturmangriff die stärkste normale Attacke. Es wird, denke ich, den meisten aufgefallen sein, dass man während des Aufladens des Angriffes einfach sehr, sehr langsam ist und der Gegner somit optimale Möglichkeit hat, einen schnell zu erreichen und einen Schlag abzugeben. Dafür gibt es aber einen ganz, ganz einfachen Trick. Haltet, bevor ihr den Angriff aufladen wollt, die Blockentaste gedrückt, also die rechte Maustaste, und drückt erst dann die linke Maustaste. Jetzt werdet ihr merken, dass ihr euch mit normaler Geschwindigkeit fortbewegen könnt und somit deutlich schwerer zu erreichen seid. Das ist wirklich eine sehr gute Methode, um in einem hektischen Kampf die Oberhand zu gewinnen und wenn der Gegner diese Technik nicht weiß, habt ihr echt sehr große Vorteile. Jetzt kommen wir zur letzten Technik und diese ist auch gleichzeitig am schwersten zu erlernen, nämlich der Sprungangriff. Dieser ermöglicht es euch, aus großer Distanz auf den Gegner zuzufliegen und ihm ordentlich Schaden zu geben. Oder ihr nutzt diese Technik, um aus einer brenzligen Lage zu entkommen. Für den Sprungangriff haltet ihr die linke Maustaste gedrückt, so dass der Schlag aufgeladen wird und ganz kurz bevor der Schlag ausgeführt wird, müsst ihr abspringen.
Jetzt solltet ihr, sofern alles geklappt hat, einen großen Satz nach vorne machen. Diese Technik braucht ein wenig Zeit, bis sie immer perfekt funktioniert und ist auch wirklich von einigen Fehlversuchen begleitet, also nicht frustrieren lassen. Nehmt euch viel Zeit, wenn ihr diese Technik tatsächlich im Kampf nutzen wollt. Zu Übungszwecken gilt es für alle Techniken, einfach eine stille Insel suchen und dort gegen die Skelette kämpfen, da diese nicht ganz so viel Schaden machen und recht leicht zu besiegen sind. Das wären soweit alle Techniken, die den Schwertkampf betreffen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Für alle, die es nochmal nachlesen wollen, ich habe den Link von der Sea of Thieves Germany Seite reingepackt. Dort könnt ihr diesen Artikel nochmal nachlesen. Wenn ihr noch mehr Guides und News haben möchtet, dann schaut euch einfach mal ein wenig auf meinem Kanal um. Denn hier gibt es alles, was das Sea of Thieves Herz bewegt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef.